17th of June 2010. Was hier so klingt wie Norah Jones in ihren frühen Jahren, ist Karen Ann. Seit ihrem letzten Album ist sie auf You're Gonna Get Love wieder einmal hörbar gereift. 5 Jahre hat sich die 42-Jährige dafür Zeit gelassen. I take more time as I get older, also because I work on many different projects. Since my last record, I had the opportunity to finish an opera, and that was a great experience. It was a very, very long process, the writing, the direction, the choreography. I had the opportunity to work on some scores for films. I had the opportunity to make some music for a theater piece. Music for documentaries, and I also became a mom. Überraschenderweise geht es aber auf You're Gonna Get Love dann gar nicht so sehr um die lebensverändernden Umstände einer Geburt. Vielmehr beleuchtet Karen Ann diverse andere Situationen in ihrem Leben. Liebe, Leidenschaft, Tod. Vergleichbar mit einem selbsterlebten Roman, inklusive Zeitsprüngen. I absolutely think that every record for me is a different chapter of my life, and obviously You're Gonna Get Love is the most recent one. It doesn't mean that all the stories and the emotions that are told in this album are necessarily very recent, because sometimes it takes time to digest a story or a situation or an emotion in order to be able to turn it into a song. I don't really know what you're thinking of, but if you see me alright, if you give me love, you're gonna get love. Auch auf ihrem neuen Album You're Gonna Get Love bleibt sich Karen Ann treu. Ihre Konstante heißt dabei allerdings Veränderung. So hat sie für ihre 7. CD etwas ausprobiert, das sie bisher immer vermieden hatte. Die Songs wurden gemeinsam als Trio live eingespielt. I really wanted to explore live recordings, which I have never done on a record before. Before I used to work in a room and kind of design the sound as I went. And this time I wanted something different. I wanted to be with a band as a trio, a drummer, a bass player and myself, guitar and vocals, and I wanted to record something soulful. Und es gibt noch eine weitere Neuerung. Karen Ann, selbst der gefragte Produzentin, übergab diese Verantwortung komplett an Renaud Letang, der auch schon bei Manu Chao, Feist, Mocky und vielen anderen am Mischpult saß. Etwas ungewohnt für die Multi-Instrumentalistin. I wouldn't have taken a producer if I was unable to give the responsibility, because as a producer myself, if I go to a studio to work with an artist and I don't have the space to express myself, it's very frustrating. And I chose Renaud to do something that I don't know how to do. So when you go to look for someone to get you to a point where you can't get on your own, you better let him drive. But you always drag me into your insensible world. I do want to bend and undo your insensible world. Wie auch schon auf Karens letztem Album bildet die Musik auf You're Gonna Get Love ein breites Spektrum ab. Waren jedoch zuvor nur vereinzelt Anleihen an US-amerikanische Musik hörbar, ist die neue CD musikalisch größtenteils in den Staaten verortet. Blues und Jazz prägen das Album. A lot of jazzy elements come through that blues feel, because many of the chord progressions are actually very simple blues progressions, and we wanted to enrich them, whether it was with bass lines or guitar chords or piano elements. These are things that sometimes we added over the trio. Sometimes instead of putting many different instruments, just one jazz chord could do the job. Das bedeutet, die Musik ist noch ein bisschen vertragter und anspruchsvoller aufgebaut als früher. Karen lässt den neuen Stücken dabei richtig viel Raum zur Entfaltung. Ein toller Ansatz. Dennoch schmeichelt sich kaum einer der neuen Songs so richtig ins Ohr. Die vordergründige spröde Fragilität verfliegt allerdings beim näheren Hinhören und entfaltet dann die volle Schönheit. Karen Anns Ansatz, sich bei You're Gonna Get Love nur auf das Nötigste zu beschränken, wird auch an dem Umstand sichtbar, dass sie nicht der Versuchung nachgegeben hat, eigene Songs endlos auszudehnen, Long Songs draus zu machen. In der Kürze liegt eben die Würze. I have long songs and I can always put on more arrangements and string arrangements and make a song long, but some songs have this place in a record, some don't. I usually construct a record as a vinyl with a side A, side B, and it felt that the places where songs could be longer that was there, but I think for this one it had to finish where it ended. Solid, denser than water.
light on the surface, stretching.